Ja, erstmal Dankeschön und ich glaube, das Schönste für uns ist es, dass wir die Saison abschließen konnten, krönen konnten, beziehungsweise einfach uns belohnen konnten und mit unseren Fans vor allem auch nochmal zusammen eine kleine Feier zumindest machen in der Kurve, im Block. Ja, es ist schön, mal wieder diese nicht alten Gesichter, aber alte Gesichter wieder zu sehen und sehen, wie sie sich freuen und wie sie mit uns mitgefiebert haben über das ganze Jahr, obwohl wir leider keinen Kontakt hatten. Ja, den einen oder anderen habe ich vielleicht mal irgendwo gesehen in der Stadt oder auch mal vor dem Stadion. Aber im Großen und Ganzen fehlen sie uns doch und deswegen ist es heute, glaube ich, schöner, dass wieder Fans im Stadion sind, als dass es nachher irgendeinen Gewinner auf dem Platz gibt. Ja, natürlich freuen wir uns über den Sieg, aber ich glaube, der Gewinner ist heute, dass das Publikum wieder da ist. Und ich habe gerade auch mit ein paar älteren Senioren noch gesprochen aus Steinbach und auch die waren sehr, sehr glücklich, wieder im Stadion zu sein. Und ich glaube, gerade auch für den einen oder anderen ist es natürlich schon wichtig, einfach eine Freizeitbeschäftigung dann wieder zu haben. Zum Spiel, ich glaube, wir wussten, wie schwer es wird und dass der TSV Steinbach eine gute Mannschaft hat und dann auch noch hier in Steinbach zu Hause auch eine ganz gute Quote hat, zweite in der Heimbilanz. Ja, da wussten wir, es gibt kein Zuckerschlecken, es gibt keinen einfachen Durchmarsch, sondern es ist harte Arbeit und das hat meine Mannschaft in der ersten Halbzeit nicht perfekt gemacht. Ja, da waren viele offene Situationen, die an Steinbach gingen. Trotzdem hatten wir zwei sehr, sehr große Torchancen. Ja, die wir hätten nutzen müssen. Einmal der Lattenkopfball von Gustav Nilsson und dann eben nochmal die 1 gegen 1 Situation oder fast 2 gegen 1 Situation mit Philipp Tietz. Und die Steinbacher hatten auch immer wieder gefährliche Situationen und die Spiele sind so, dass du immer gucken musst, dass hinten nichts anbrennt. Ja, weil wenn du dann in Rückstand gerätst, das ist uns hier in Steinbach ja, vor 2 oder 3 Jahren mal passiert, dann wird es sehr, sehr schwierig und dann ist es noch schwerer zurückzukommen oder dieses Spiel zu ziehen als im Stand von 0-0. Und in der zweiten Halbzeit wollten wir uns da in dem Bereich ein bisschen verbessern und das haben wir dann getan. Haben die offenen Bälle mehr gewonnen und ich glaube, müssen wir die Tore nochmal angucken, aber es waren, glaube ich, alles 3. Eher diese Situation, du musst das Duell gewinnen im Zentrum, gewinnst es und dann kannst du dich nach vorne durchsetzen und dann haben wir es auch gut durchgespielt. Und ich glaube, nach 70 Minuten haben wir dann auch gemerkt, dass den Steinbacher dann auch so ein bisschen der Mut verloren gegangen ist, die Überzeugung verloren gegangen ist, die sie in der ersten Halbzeit hatten mit den 0-2, war dann, glaube ich, so ein bisschen der Stecker gezogen. Dann kann nochmal so ein 1-2 nochmal Aufmunterung geben, da darf nichts mehr anbrennen. Das haben wir geschafft und am Ende 3-0 und wir sind glücklich, diesen Pokal geholt zu haben. Und ich wünsche dem TSV Steinbach wirklich alles Gute. Bin mir sicher, wir sehen uns wahrscheinlich nächstes Jahr wieder. Gefühlt sind wir immer im Hessen-Pokal hier einmal im Jahr. Mal schauen, ob es wieder das Finale dann sein wird, ja, oder früher. Und es macht trotzdem immer wieder Spaß, hier zu spielen, weil die Atmosphäre einfach ja, toll ist. Gutes Umfeld und schöne Naturgeschichte. Und ich komme ja auch aus einer Gegend, deswegen fühlt man sich da wohl. Dankeschön und euch alles Gute. Nochmal Glückwunsch an den Wiesbaden zum Hessen-Pokalsieg. Die Enttäuschung ist natürlich riesengroß, weil wir uns wahnsinnig viel vorgenommen haben. Wir hatten eine extrem intensive Woche, wo wir ja, wahnsinnig akribisch auf den Gegner hingearbeitet haben. Wir haben uns wirklich top vorbereitet, hatten eine super Stimmung, ganz hohen Fokus. Das hat man in der Kabine gemerkt, bei jeder Videoanalyse gemerkt, dass die Jungs einfach wollten, dass sie einfach da sein wollten. Und ich glaube, dass auch gerade so diese ersten 60 Minuten gezeigt haben, dass die Jungs mitspielen wollten. Ja, wir haben guten Fußball gespielt. Wir haben natürlich Glück gehabt bei ein, zwei Situationen von wegen Wiesbaden, gerade auch in der ersten Halbzeit. Trotzdem haben wir unsere Momente gehabt, wo wir ja, leider Gottes nicht konsequent zugestochen haben und dann halt vielleicht auch die 1-0-Führung irgendwo irgendwie erzwungen haben, vielleicht dann auch mit Glück erzwungen hätten, weil wir dann ja auch vorher Großchancen von wem verhindert haben. Ich glaube, so ein 1-0 hätte den Spielverlauf komplett auf den Kopf gestellt, hätte uns nochmal richtig Rückenwind gegeben. Und es ist dann halt sehr, sehr schade, dass wir das 1-0, 2-0 so knapp hintereinander kassiert haben. Es waren sehr, sehr gute Umschaltmomente von denen, wo sie ihre Qualität dann auch rigoros ausgespielt haben. Wir haben auf die Umschaltmomente immer wieder hingewiesen, wussten, dass sie sehr, sehr konterstark sind. Dass sie auch nicht lange zögern, immer sofort den tiefen Blick haben, die tiefen Laufwege haben und hatten dann leider nicht die Möglichkeit, dieses Konterspiel dann zu verbinden. Dementsprechend bist du dann halt zurückgelegen. Wir hatten darauf gehofft, dass wir dann irgendwo vielleicht noch den Anschlusstreffer erzielen. Wenn du dann das 1-2 machst, dann kriegt man ja bekanntlich auch nochmal irgendwo eine zweite Luft. Und dazu ist heute leider nicht gekommen. Auch das dritte Tor kam dann zum Zeitpunkt, wo man dann nicht mehr viel regulieren konnte. Und von daher ist es sehr, sehr schade für uns, sehr bitter für uns.
Trotzdem bin ich sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft, wie wir versucht haben, uns ja, gegen die Niederlage zu wehren, beziehungsweise halt auch versucht haben, den Titel zu holen. Das hat heute nicht gereicht, weil Wien Wiesbaden einfach sehr abgezockt, sehr gut gespielt hat. Und von daher geht Wien Wiesbaden als verdienter Sieger vom Platz.